Herzlich willkommen zu unserer Quizauflösung aus dem Monat März 2021 und herzlichen Glückwunsch auch an den Gewinner, den wir jetzt erfolgreich gezogen haben. Kommen wir nun zunächst zur Auflösung der Quizfrage, die lautete: Wie lange genau ist die Bezugsdauer vom Gründungszuschuss? Und die richtige Antwort, die siehst du hier schon. 15 Monate, die sich aufteilen, einmal in 6 Monate ALG 1, zuzüglich 6 mal 300 Euro Zuschüsse für die Sozialversicherungskosten und dann in der Phase 2 nochmal insgesamt 9 Monate mal 300 Euro Zuschüsse für die Sozialkosten. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Einsendung. Wichtig ist, dass wir natürlich nur aus den richtigen Lösungen auch die Ziehung veranstaltet haben. Und der Gewinn für den Gewinner, der hier unter dem Video auch im Text zu finden ist, ist folgender. Und zwar wurde als Gewinn für das Quiz im Monat März 2021 ausgelobt ein Gutschein im Wert von 199 Euro, der eingelöst werden kann für eine Fördermittelrecherche. Das bedeutet, wenn du ein Unternehmen gründen willst, wenn du dich selbstständig machen willst oder du bereits ein Unternehmen hast und Erweiterungsinvestitionen planst, dann gibt es eine ganze Reihe von Fördermitteln bis zu 25 Millionen, die du beantragen kannst. Deshalb nochmal einen herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und ich lade dich ein, dich selbst entweder in Verbindung zu setzen oder in dein Postfach zu schauen, wenn du von uns eine Nachricht bekommst. Gerne kannst du dich auf diese Fördermittelrecherchen vorbereiten, indem du einfach schon alles auflistest, was du an Investitionen benötigst für dein Vorhaben, aber auch welche Betriebsmittel, also Anlaufkosten aus Personalkosten, Fixkosten, Mietkosten, du planst. Dann können wir dir noch wesentlich schneller dabei helfen, deinen Fördermittelanspruch auch auszurechnen. Und für all die anderen, die dieses Mal im Monat März nicht dabei waren, sei es gesagt, dass wir in jedem Monat ein neues Quiz rausbringen. Also vielleicht bist du jetzt im Monat April dabei und gehörst zu den Gewinnern. Viel Erfolg wünscht dir dein Daniel Schäfer.